Seine Kunstwerke sind einmalig. Eine Mischung aus Fotorealismus und Poesie. 350 Meter Schallschutzwand bei Bad Vilbel. Die Leinwand von Sebastian Stier. Er sprüht Porträts, verbunden mit Gedichten und Texten, die zum Nachdenken anregen. Philosophische Graffitis. Kunst kann auch vollkommen abstrakt sein oder muss gar nicht fotorealistisch sein. Für die meisten ist fotorealistisch halt, da passiert Kunst. Und dann gucken die sich das an und haben die Aufmerksamkeit und dann fangen die an, die Texte zu lesen. Ich bin auch international viel rumgefahren. Die Serie gibt es übrigens auch in 4 verschiedenen Ländern. Habe ich sogar auch einen Preis dafür bekommen, eine Auszeichnung in Kalifornien im Herbst letztes Jahr. Das gibt es in dem Sinne nicht. Mit 14 Jahren hat er angefangen, mit 16 hatte er erste Aufträge als Graffiti-Künstler. Inzwischen sprüht und arbeitet der Dosenkünstler seit 35 Jahren. Bislang hatte er nie Probleme mit dem Finanzamt. Doch plötzlich soll er Steuern nachzahlen, rückwirkend für 5 Jahre, insgesamt rund 40.000 Euro. Ich kenne auch Armut, ja, ich bin ja Künstler, also ich kenne auch Durststrecken und ich habe jetzt keine Angst vor Armut, aber natürlich sind es Existenzängste. Besonders, ich habe auch 2 Kinder. Also, und alles, was ich mir über die letzten 25 Jahre aufgebaut habe, wäre halt dann kaputt. Sein Problem? Graffiti ist als Kunstform im Steuergesetz nicht erfasst. Mit fatalen Folgen. Denn andere Künstler wie Maler oder Bildhauer zahlen nur einen ermäßigten Steuersatz von 7%. So wie er bislang auch. Aufgrund der Gesetzeslücke und einer Prüfung soll er nun 19% Steuern zahlen, laut Gerichtsurteil des Hessischen Finanzgerichts. Malen im öffentlichen Raum, das ist ja wirklich nicht nur ein Teil von meiner Arbeit, sondern komplett die ganze Kunstrichtung. Da ist es nicht beschrieben. Und dann war dann so das Argument, wenn das nicht beschrieben ist, dann kann ich mich auf nichts berufen. Und dadurch mache ich keine Kreativleistung in dem Sinne, die zu fördern ist, sondern dann mache ich einfach einen ganz normalen Beruf. Und das ist dann 19%. Das Finanzgericht in Kassel äußert sich zu dem Fall nicht und beruft sich auf das Steuergeheimnis. Aber laut dessen Urteil ist eine Revision ausgeschlossen. Sebastian Stier muss nun mit seinem Anwalt zum Bundesfinanzhof gehen. Würde er auf einer Tafel aus Holz oder auf einer Leinwand machen, die der Stadt liefern und die hängt sie hin, dann wäre es Kunst im steuerrechtlichen Sinne und 7%. Und allein dadurch, dass wir keine Regelung haben für Graffiti, es gibt überhaupt gar keine, nicht eine einzige. Und wir versuchen natürlich zu sagen, Moment, es kann nicht davon abhängen, ob das kunstgemäß, wie Graffiti mal ist, an die Wand gemacht wird oder ob ich es vorher irgendwo anders anbringe und dann an die Wand nagel. Das Urteil ist bislang einmalig in Deutschland. Es hat dementsprechend Strahlkraft auf die gesamte Graffiti-Branche hierzulande. Viele Graffiti-Künstler haben jetzt Angst. Ja, Schock. Die sind schockiert. Ja. Da gibt es jetzt auch einige, die jetzt nicht nur wie ich auch Kinder haben. Und klar, wenn dann im Raum steht, 5 Jahre zurück versteuern für die, das ist halt, sind dann vermutlich mal Existenzängste. Ja. Ihren Antrag, das Gesetz zu ändern, haben sie beim Bundesfinanzhof eingereicht. Erfahrungsgemäß liegen die Chancen auf Erfolg nur bei 20%. Die Behörde muss nun darüber entscheiden, was ist Kunst und was nicht im steuerrechtlichen Sinn.